Hallo zusammen, es geht mal wieder weiter mit Ghost Recon Wildlands. Viel Spaß beim Zusehen. So, ich habe ja gestern nach langer Zeit mal wieder Wildlands gespielt und dabei ist mir ja aufgefallen, dass mir noch die, ich nenne es mal Endmission hier, gegen El Sueño fehlt. Hat mitgeteilt, dass einer seiner Männer vielleicht El Sueños Aufenthaltsort kennt. Finden Sie heraus, was der Mann weiß. Und da will ich mich jetzt mal drum kümmern. Bin gespannt, was da auf mich zukommt. Also Tiermodus ist weiterhin aus. Den habe ich ja gestern schon ausgemacht bei der Sam Fisher Mission. Ich denke, El Sueño ist ja der Bossfight. Wird auch nicht ohne sein. Also lasse ich den Tiermodus hier auch aus. Um mein Fahrzeug. Oder Genki, hier ist der Heli. Ich bin der Pilot. Ja, ich denke mal, mit dem Heli ist es am einfachsten, da oben hinzufliegen. Mit einem Auto, das könnte ewig sein. Weil ich glaube nicht, dass da oben El Sueño ist, sondern da soll ich ja nur einen treffen, der weiß, wo El Sueño sein könnte. Wir sind da. Irgendwas stimmt nicht. Bewegung! Hier ist eine Leiche. Es ist der Rebellenführer Amaru. Wir haben den Kerl vom Kartell befreit. Ich versuche ständig bei Pak, komm aber nicht durch. Glaubst du, Pak und seine Rebellen haben das Handtuch geworfen und er musste fliehen? Sieht nicht so aus, als wäre hier groß gekämpft worden. Ich rufe Bowman an, vielleicht weiß sie mehr. Bowman, wir haben ein Problem. Wir wollten uns mit Pak und einem seiner Jungs treffen. Mit Pak? Wo sind sie? Hören Sie zu, Pak war nicht da, dafür Amaru, tot. Haben Sie was von Pakatari gehört? Pakatari ist hier bei mir in Pokhara. Bowman? Bowman! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung, aber wir müssen zu Bowman, schnell! Ich hätte nie gedacht, ich sage das mal über jemanden von der CIA. Aber wenn hier was passiert ist, fackle ich das ganze verdammte Land ab. Da mache ich mit, Mann. Bowman sagte, Pak sei bei ihr, dann war sie weg. Vielleicht ein Problem mit dem Telefon. Vielleicht spielt Pak falsch. Weaver, kannst du Bowmans letzten Standort ermitteln? Mach ich. Na, jetzt wird's interessant. Bereit, dreh auf. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Bowman? Pakatari. Sie meinen, er hat uns verarscht. War nur eine Ablenkung. Ablenkung wofür? Für Sueño.
Die Rebellen wissen, wo er ist. Zum Mausoleum. Wir treffen uns da. Nomad? Sie wissen, was das heißt, oder? Von jetzt an sind Pakataris Rebellen unsere Feinde. Na, dann kriege ich jetzt richtig Spaß. Kontakt! Feindliche Rebellen! Entsichert. Hubschrauber, auf den Boden! Roter Abfall, los! Heli, in den Staub! Oh Scheiße, wir wurden entdeckt! Das geht gleich hoch. Auf den Boden, Hubschrauber. Scheiße! Sicarios schießen auf uns. Auch die scheiß Unidad. Gibt es in Bolivien auch Leute, die nicht auf uns schießen? So ein Damm hätte ich hier nicht vermutet. Sie bewässern ihre Felder damit. Leicht überdimensioniert. Da hat wohl jemand die bolivianische Landwirtschaft ein bisschen überschätzt. Ich nehme die Penner unter Feuer. Mist, aufgeflogen.
Mausoleen sehen niedlich aus neben den anderen. Sie bauen sie für ihre Buchones. Ich habe genug Ego, um zu sagen, dass ich sowas auch will, wenn ich tot bin. Was bist du, ein Seer? Wartet. In den Staub. In ein paar Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? Unidad-Soldaten, rücken an. Runter! Remember I was playing because I was stuck in the server yesterday. I went from bronze to gold and now trying to do my best to get champion. Good luck. Heldex, you got this, my man. Scharfschütze zieht auf uns. Los! Das würde ich. Nur habe ich zurzeit schon etwas in den Händen. Wo ist der? Ich will den großen bösen Retter. Weg damit! Natürlich. Adios, Señor Katari.
Sie haben 5 Sekunden, auf die Knie zu gehen und die Arme zu verschränken, bevor ich Ihnen den Kopf wegschieße. Sollten Sie nicht an Ihr Telefon gehen, Officer Bowman? Hallo? Sir? Ja? Ja, das verstehe ich nicht. Sir, das ist nicht möglich. Ich sage Ihnen, das ist auf keinen... Bitte, ich bitte Sie darum, dass... Sir. Ja, ich verstehe. Bowman? Fick dich! Fuck! Bowman, was ist? Bowman? Er hat Immunität. Er hat einen Deal und er... Was? Mit wem? Mit dem Justizministerium. Moment. Heißt das etwa... Er liefert uns die Bosse von 4 anderen Kartellen. Und 3 Terrorgruppen, die mit Heroin dealen. Seine Konkurrenz. Wie ist das möglich? Wie ich euch sagte... Hast du Macht, hast du auch alles andere. Nun, wenn es recht ist. Signora Bowman. Sieht aus, als wären Sie gestern mein Feind gewesen. Und heute sind Sie nur noch mein Chauffeur. Los, bringen Sie mich zu Ihren Vorgesetzten. Tut mir leid. Bowman, nein! Der Traum ist tot. Wenn Sie dies sehen, heißt das... Ich habe El Sueño exekutiert. Ich bin sicher, die Leute denken, ich sei durchgedreht. Ich hätte impulsiv gehandelt. Scheiß auf sie, sie liegen falsch. Ich wusste ganz genau, was ich tue. Dieses Stück Scheiße, dieses Monster hat meinen Freund gefoltert, getötet. Meinen Partner enthauptet, Tausende massakriert. Und der soll frei rumlaufen. Tut mir leid, aber nicht mit mir. Mit seinem Wissen über Ricky Sandoval wäre er unaufhaltsam gewesen. Quizfrage. Was passiert, wenn man einem Drogenboss Immunität gewährt? Bingo, er wird zum Diktator. Einen Drogenboss auszuschalten ist eine Sache. Aber ein Diktator? Dafür braucht man etwas mehr als 4 Leute. Mein Leben, meine Karriere, meine Zukunft ist nicht mehr wert als die Bevölkerung Südamerikas. Offensichtlich sieht das nicht jeder so. Weshalb ich jetzt wohl in einem Bundesgefängnis sitze und wegen Mordes möglicherweise lebenslänglich gesiebte Luft atme. Mittlerweile hat sich die CIA dazu vermutlich wie folgt geäußert. Die für den Fall zuständige Beamtin steht nicht mehr in Diensten dieser Agentur und hat gegen den Befehl ihrer Vorgesetzten gehandelt. Ihr Vorgehen hat den Nachrichtendiensten hier und im Ausland großen Schaden zugefügt. Und wissen Sie was? Sie haben recht. Ich hätte dasselbe getan. Schwamm drüber. Ich hoffe nur, Sie bleiben in Bolivien. Ohne Pacatari werden sich die Rebellen gegenseitig zerfleischen. Die Unidad macht einen Deal mit der nächstbesten Verbrecherorganisation. Und die Reste Santa Blancas spalten sich zu neuen Minikartellen auf. Mit Scheißnamen wie Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia und Los Hijos del Sueño. Alle bringen sich weiter gegenseitig für Coca um. Wenn Gott gewusst hätte, wie zerstörerisch diese Pflanze sein würde, hätte sie sie trotzdem erschaffen? Oder hat sie es genau deswegen getan? Keine Ahnung. Aber ich muss diese Frage auch nicht mehr beantworten. Ich beende also mit den letzten Worten von Augustus, dem Gründer und ersten Kaiser des Römischen Reichs.
Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall. Bowman Ende. Interessantes Ende, damit hätte ich so nicht gerechnet.
nos está pasando? ¿Dónde están los cañones? ¡Tenemos a estos pendejos enfrente! Tja, bin mal gespannt, was jetzt noch kommt. Granate! Scharfschütze in Deckung! Du siehst scheiße aus, in Deckung! So, Glückwunsch. Sie haben alle Story-Einsätze abgeschlossen und ein alternatives Ende freigeschaltet. Greifen Sie auf El Svenios Einsätze über die Kartellübersicht zu und wiederholen Sie den Einsatz El Svenio. Interessant, gibt also noch ein alternatives Ende. Das werde ich dann gleich mal testen. Die Frage ist natürlich, wie ich dieses alternative Ende spielen muss. Sind wir scheinbar jetzt noch befreundet. Gut. Ich würde sagen, da ich nicht weiß, wie das alternative Ende aussieht und was ich da machen muss, sage ich hier jetzt mal Danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.